Herzlich willkommen zurück beim Buschhandwerk. In diesem Video möchte ich mal wieder ein Messer vorstellen. Und zwar geht es heute um das Puma IP Dammwild mit Hirschhorngriffschalen. Wir sehen hier schon die Verpackung. Ich hole es einmal kurz raus. Schauen wir uns erstmal die Verpackung an. So, also auf der Vorderseite haben wir stehen einmal das Puma IP Logo, dann den Puma Slogan Knife Makers to the World. Auf den beiden Seiten haben wir jeweils Puma IP Handmade stehen. Hier unten haben wir noch die Artikelnummer. Hier auf der anderen Kopfseite nochmal das Puma IP Logo, unten nochmal Vertrieb durch, Puma GmbH IP Solingen, Adresse, Webseite, dann nochmal den Erklärung, was Puma IP bedeutet, und zwar internationale Produktion, International Production, Design und Quality Control bei Puma IP. Das heißt, Puma IP ist ja quasi so eine Nebenmarke von Puma. Die Messer werden in Spanien produziert von eben namhaften Messermanufakteuren in Spanien. Aber das Design und die Qualitätskontrolle werden von Puma aus Solingen gemacht. So, die Puma zur Seite brauchen wir nicht mehr. Und dann schauen wir uns mal das Messer an. Genau, das Dammwild ist ja im Endeffekt einfach ein Jagdmesser. Kommt hier in dieser schönen Lederscheide. Hier vorne drauf haben wir auch einmal das Puma IP Logo. Das Messer wird hier vorne, hier oben gehalten von diesem Lederriemen. Den können wir einfach nach oben abziehen. Und dann können wir das Messer aus der Scheide holen. Schauen wir uns die mal kurz an. Wir haben eben einmal hier die Gürtelschlaufe, damit wir das Messer auch schön am Gürtel tragen können. Wir haben hier diesen Riemen, um das Messer nochmal sicherer festzuhalten. Und dann einfach hier die schöne braune Sattellederscheide. Genau. Dann das Messer. Gehen wir einmal von vorne durch. Wir haben hier vorne eine schöne Droppoint-Klinge. Wenn man es mal von oben anschaut, sieht man auch, dass die Spitze auch wirklich recht stabil gearbeitet ist. Also da bricht auch nichts aus. Dann als nächstes haben wir hier den Schriftzug, Dammwild Stack, genau, Handmade Puma IP, kann man es erkennen? Ja, kann man erkennen. So, genau. Hier oben keine Jimpings, gerader Klingenrücken, sieht sehr schön aus, finde ich. Hier auf der Rückseite den Puma-typischen Rockwell-Aufkleber und ich versuche es mal zu zeigen, kann man es erkennen? Ja, sieht man. Hier sieht man diesen kleinen Punkt, wo eben Puma die Härte des Stahls prüft. Genau, da wird so ein Druckkopf wird da eingedrückt in den Stahl, um eben zu schauen, dass der Stahl auch die richtige Härte hat, die auch angegeben ist. So, ich zoome mal ein bisschen näher ran. So, genau. Wir haben eben hier Hirschhorngriffschalen. Die sind hier mit diesen sehr schicken Stiften gesichert. Das sieht man so relativ selten eigentlich, diese Art von Befestigung. Sonst hat man ja immer diese flach aufsitzenden Stifte einfach drin, die Griffschalen halten. Das sieht hier, finde ich, nochmal ein bisschen schicker aus. Genau, wir haben natürlich Vollerde-Konstruktion, wie soll es anders sein? Die Hirschhorngriffschalen sind hier auch sehr schön gearbeitet, fein abgeschliffen, sodass man da auch nirgendwo hängen bleibt. Auch hier vorne mit den Backen nochmal ist das sehr schön gemacht. Dient halt hier auch als Fingerschutz natürlich, damit man mit der Hand nicht in die Klinge abrutschen kann, wenn man jetzt irgendwelche schwereren, härteren oder kraftvolleren Arbeiten macht, wo man halt dann mit Druck gegen das Material arbeitet. Gehen wir einmal kurz durch die die genauen Daten zum Messer. Wir haben eine Gesamtlänge von 24,5 cm. Dabei entfallen 12,3 cm auf die Klinge. Damit sind wir über 12 cm und das Messer ist nicht § 42a konform, heißt, fällt also unter das Trageverbot. Wir haben eine Klingenstärke von 3,5 mm, das ist auf jeden Fall ausreichend, um im Outdoor-Bushcraft-Survival-Bereich uns eben ordentliche Dienste zu leisten. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten, auch härtere Arbeiten verrichten mit Holz und muss da keine Angst haben, dass einem gleich die Klinge abbricht. Genau, das Griffmaterial, wie schon gesagt, ist aus Hirschhorn. Das Messer gibt es auch nochmal mit Olivenholz-Griffschalen, das ist ja bei der Puma IP-Reihe öfters, dass da Olivenholz eingesetzt wird, ist halt auch sehr gut geeignet als Griffschale. Genau. Da haben wir, die Klinge ist aus 440C Stahl bzw. 1.4125 Stahl, wäre jetzt die deutsche Bezeichnung. Ist halt ein sehr guter Allrounder Stahl, hält die Schärfe gut, lässt sich aber auch noch mit 57 bis 60 HRC, lässt er sich noch verhältnismäßig gut nachschärfen. 60 HRC ist natürlich schon ein bisschen auf der härteren Ende der Skala, aber nichtsdestotrotz lässt er sich noch nachschärfen. Wie gesagt, hält die Schärfe gut, ist rostbeständig. Was ja auch vor allem für Jäger interessant ist, damit das Messer nach dem Aufbrechen auch ordentlich gereinigt werden kann, ohne dass man sich da jetzt direkt Gedanken machen muss, dass da irgendwie Flugrost ansetzt oder ähnliches. Genau. Wir haben Messergewicht von 309 Gramm und das merkt man auch, das Messer ist wirklich recht schwer, liegt gut in der Hand,
Man hat also auf jeden Fall das Gefühl, dass man auch Qualität in der Hand hat, weil es eben dieses gewisse Gewicht hat. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gefühl. Das Messer könnt ihr euch natürlich unten in der Videobeschreibung über den Link gehen einfach und dann bei mir im Shop kaufen. Buschhandwerk.de, Puma IP Dammwild. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Video. Ciao.